Moin, ja, Lunken. Ich wollte kurz Bescheid sagen, dass bei Level Up wieder eine richtig geile Aktion am Start ist. Und zwar 30% auf alles mit Gutscheincode ELOTRIX bis Montag, 26. Ne? Einschließlich Montag. Und gleichzeitig läuft noch bis Ende des Monats die Halloween Hunt. Und das bedeutet, bei jeder Dose ist so ein Sticker oben mit drauf. Und unter diesem Sticker ist ein Code. Ne? Jeder Code gewinnt, quasi jede Dose gewinnt. Und diesen Code gebt ihr bei der Level Up Webseite ein. Und dann kriegt ihr per E-Mail euren Gewinn zugeschickt. Ich zeige euch das Ganze mal. Ist wirklich auch mega einfach und gut gemacht. Einfach auf der Webseite hier auf Halloween klicken, bam. Und hier gebt ihr dann den Key ein, den ich euch gerade in die Cam gezeigt habe. Na, und hier könnt ihr mal gucken, was ihr an Gewinnen ergaunern könnt. Ne? Dreimal ein komplettes Gaming-Setup ist natürlich ein absolutes Leckermäulchen, braucht man nicht drüber schnacken. Na? 15 Mal einen Noble-Chair, da wo ich auch gerade mein Rotlux-Arsch drauf platt sitze, ne? Grüße gehen raus, mega geile Stuhlmarke. Und ja, dann natürlich auch noch mega geile andere Preise, wie hier einfach ja Tastaturen, Keylights, Stream Deck, SCUF-Controller, Displays, ne? Hängen ja bei mir auch im Hintergrund. Einfach geile Preise, eine geile Aktion von Level Up und wie gesagt, jede Dose gewinnt natürlich auch viele kleine Preise. Und ja, einfach hier beim Checkout Rabattcode ELOTRIX eingeben für 30% Rabatt. Dick reinsparen, Grüße gehen raus, lasst euch gut gehen und viel Glück beim Gewinnspiel. Kuss. Das hier wird ein eher kleines Video für zwischendurch. Das dachte ich zumindest, bevor ich angefangen habe, drauf los. Boah, 4K, let's go. Mein nächstes Video sollte übrigens noch diese Woche. Ehrenmänner, wenn die in keine Ahnung, 4K rendern. An der Stelle möchte ich übrigens Credits an Baku verteilen, der mich per WhatsApp auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hat. Er hat ebenfalls ein Video dazu gemacht, findet ihr in der Beschreibung. Ja, ihr habt den Titel wahrscheinlich gelesen und dachtet euch, warum schon wieder dieser Superlativ? Berechtigte Frage, die nach dem Zuendeschauen dieses Videos wohl geklärt sein wird. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass es eine kleine Content-ID-Schwierigkeit in Bezug auf Montana Black und RTL gab. Videos von diversen YouTubern, unter anderem Herr Newstime oder DaVinci, wurden geblockt, weil sie einen Ausschnitt aus Montes Malta-Stream verwendet haben. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht denken, dass Monte Gebrauch von diesem Tool gemacht hat. Diesem Wrack von einem Content-Protection-Tool. Nein, sowas nicht. Der Verein relativ trostloser Leistung hat ebenfalls das Material von Monte verwendet und diese Relativ trostloser Leistung. RTL. Die beste Abkürzung für RTL, die ich je gehört habe. Diese geistigen Brummkegel haben sich gedacht, ballern wir mal auf Fremd-Content-ID-Ansprüche drauf. YouTube verbietet übrigens falsche Verwendung und droht im Eintrittsfalle mit Sanktionen, wie unter anderem das Recht, auf diese Art von Ansprüchen zu verlieren. Wurde RTL dafür sanktioniert? Ich weiß es nicht. Zwar bezweifle ich das stark, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt, weshalb ich das hier mache. Ein Beispiel, das ein ähnliches Vorgehen beschreibt, wie unser heute zu bearbeitender Fall. Wie oft kommt es vor, dass beim Beschwerdeprozess rund um Claims und Strikes das auf dieser Plattform vorherrschende Fair-Use-Recht völlig ignoriert wird? Oh, ich rieche schon. Ich rieche die angehenden, besser wissenden Juristen im Geiste. Aber in Deutschland gilt Fair-Use nicht. Wir haben hier das Zitatrecht. Ach, und alles dreht sich um DE, oder wie? Die Sonne vielleicht auch? Auf dieser Plattform gilt in erster Instanz das amerikanische Recht. Im Streitfall, falls man Beschwerde einlegt, muss man teilweise rechtliche Schritte einleiten und in diesem Prozess greift dann das Zitatrecht. Nach Beendigung eben dieses muss sich die Plattform an das in dem jeweiligen Land geltende Recht halten und den falschen Anspruch oder Strike aufgrund dieses Rechts rückgängig machen. Erst da. Was ist beispielsweise, wenn ich ein amerikanisches Video verletze? Beispielsweise derjenige ist bei den Amis, wohnt bei den Amis und ich nehme Teil seines Videos und lade das Video hoch, weil ich lebe in Deutschland. Welches Recht zählt dann, wenn der mich verknackt? Er ist der Kläger, aber ich bin der Angeklagte. Wo wird es dann verhandelt? In Deutschland oder bei den Amis? Tritt das ist dann Zitatrecht oder Fair Use? Zitatrecht ein. Während so ein Video gestrikt wird, während das überprüft wird und das so vonstatten geht, wird dieses nationale Recht erstmal nicht beachtet. Es ist de facto egal. Und ihr wisst, wie langsam die Mühlen der Justiz in diesem Land arbeiten, oder? Ob ein Strike oder Claim teilweise nach über einem Jahr zurückgenommen wird, juckt niemanden. In der Zeit ist der Strike halt auch schon von alleine abgelaufen. Trotzdem kann man natürlich dagegen vorgehen, weil es hat ja auch noch andere Konsequenzen, wenn man einen Strike kassiert. Nicht nur, dass das Video weg ist. Das nur zu dem rechtlichen Aspekt für die allseits beliebte Ich-weiß-alles-besser-Fraktion. Ich hab euch gern. Ne? Falsche Claims oder DMCA sind keine Seltenheit. Und ich habe noch nie davon gehört, dass auch irgendein Verursacher davon Konsequenzen begrüßen musste. Aufgrund dessen ist es teilweise ein leichtes, unliebsame Meinung entfernen zu lassen, auch wenn man im Recht ist, diese zu äußern. Die wenigsten versuchen das mit Anwälten zu klären. Erst recht nicht die kleineren YouTuber oder die, die das Ganze nur als ein Hobby sehen.
Der gibt schon gerne tausende Euro und Nerven für so ein langwieriges Unterfangen aus. Erst recht nicht, wenn dein Gegner ARD oder ZDF heißt oder das Privileg medialer Macht besitzt. Ne? Auge auf gewisse Fernsehsender. Könnte ja in der Vergangenheit so das ein oder andere Mal vorgefallen sein. Ne? Könnte. Dieses Problem mit den falschen Claims und Strikes hat eben ein ganz anderes Level erreicht. Ein vorher nie dagewesenes. Zumindest nicht, dass ich je davon mitbekommen habe. Und der Spaß hier ist übrigens mein Job. Also sollte ich davon mitbekommen. Das Folgende bringt nicht nur kleinere YouTuber in Gefahr. Nein, es kann sogar dafür sorgen, dass selbst größere Kanäle aus dem Nichts ohne Grund terminiert werden. Es kann wirklich jeden treffen. Und das dank einem von YouTube bereitgestellten Tool, gegen dessen falsche Verwendung so gut wie gar nichts gemacht wird. Um auf den Punkt zu kommen, der Kern des neuen Problems, Problem ist hier übrigens als Euphemismus zu werten, ist mal wieder Content-ID. Aber auf einer so perfiden Art und Weise, das wollt ihr euch nicht ausdenken. Viele YouTuber verwenden im Hintergrund ja gerne mal Musik. Mit Musik kann man halt die Stimmung perfekt beeinflussen. Sei es das Untermauern trauriger Szenen mit Weini-Wein-Klaviermusik, aggressive oder getriggerte Äußerungen mit dieser Metallmusik, ja? Oder was weiß ich noch. Sanft. Musik ist ein essentieller Stimmungsträger, nicht nur in unseren Bewegtbildmachwerken. Stellt euch vor, dass genau das, das Verlangen, seine Videos möglichst stimmig zu gestalten, uns zum Verhängnis werden könnte. Danke, Katze. Es gibt seit ein paar Monaten Personen, die auf parasitäre Weise ihr Leben auf Kosten anderer finanzieren und ihnen überdes, falls nicht genügend Profit abgeworfen wird, mutwillig schaden. Ich habe hier ein Beispiel für euch, das sich mal wieder gewaschen hat. Diese Personen gründen Vorwandslabels und benutzen autogenerierte Kanäle, um den Leuten die Kohle regelrecht aus den Taschen zu zocken. Haltet euch fest. In diesem Beispiel reden wir von einem Freebeat von dem Kanal Sound is Style. Dieser Beat ist, wie gesagt, free. Das steht sogar in der Beschreibung. Nun hat sich aber eine andere Person gedacht, den Beat laden wir doch einfach mal runter und ballern Equalizer drauf. Anders gesagt, er wurde minimal verändert. Versehen wir das doch jetzt mal mit Content-ID und claimen oder striken jeden weg, der das Original verwendet. Denn ja, man kann auch Instrumentals, die sich ähnlich anhören, striken lassen. Remix-Creator freuen sich darüber übrigens besonders. Ihr versteht schon, was hier abgeht, oder? Ist ja übelst die Frechheit, Digga. Es gibt Menschen, die sich random Zeugs runterladen, das jeder eigentlich frei verwenden darf, das bei YouTube dann als ihr eigenes verkaufen und richtig dick mit dem zur Verfügung gestellten Tool abräumen. Es kommt noch härter. Selbst der Originaltrack wurde geclaimed. Seht ihr hier unten. Das Original wurde am 1.12.2015 hochgeladen. Der Typ oder die Leute, die dahinter stecken, eher gesagt, diese parasitären Wesen, die diese Chose für sich beanspruchen, haben ihre leicht veränderte Version am 30.07.2020 hochgeladen. Und ja, es ist nicht nur ein, zweimal vorgefallen. Dieses Video hat über 70 Kommentare und alle schreiben dasselbe. Danke für den Copyright Strike. Vielen Dank. Von einem verifizierten Konto. Hey, aufgrund dieses Videos wurde mein Video gecopyright-striked. Die Musik ist aber definitiv Wonderlaked Inspired Remix. Auch wieder durch die Verwendung des Original-Free-Tracks. Hier wurden jemanden gleich mehrere Videos weggeclaimed. Schaut euch die Kommentare selber an. Und das passiert nicht erst seit ein paar Tagen oder halt. Dankeschön. Die Kommentare reichen von vor fast 3 Monaten bis auf vorgestern. Warum kann das über Monate hinweg passieren? Ist das euer... Da muss YouTube echt was gegen machen. Ich glaube, ich erinnere mich, dass Haptic mal dazu auch was getweetet hat. Dass irgendjemand ein Werk verändert und dann das Werk quasi als ein eigenes so mäßig beanstandet und dann sogar den ursprünglichen, also den Erfinder des Werks, verknacken kann. Und dann müssen sich irgendwie beide Seiten entscheiden, war das irgendwie so? Und ja, derjenige, der den Antrag gestellt hat, also quasi gestrikt hat, der kann dann entscheiden. Irgendwie so war das, also so richtig doof. Ach, ernst? Richtig YouTube. Verwirrend. Wenn mir sowas passieren würde, würde ich sofort einen Anwalt kontaktieren, das ist klar. Aber im Falle, dass jemand sich keinen Anwalt leisten kann oder im Falle eines kleinen Hobbykanals, der das alles zwar gerne macht, aber nicht gewillt ist, tausende Euro in die Hand zu nehmen, um was dagegen zu machen, gebt diesem Tool Voraussetzungen. Setzt zum Beispiel eine Partnerschaft voraus oder was weiß ich. Man muss Leute ohne Partnerschaft ja nicht gleich komplett ausschließen. Macht es diesen Leuten halt etwas komplizierter. Ein Knopfdruck, um alles platt zu wälzen, sollte nicht vorhanden sein. Lasst es über den Support laufen. Selbst wenn YouTube irgendwelchen eingetragenen Firmen, die mit dem Wisch rumwedeln, dieses Tool zur Verfügung stellen, gibt es noch Risiken. Wie in dem Fall hier.
Das Ganze läuft ja über ein eingetragenes Label. Wie wär's damit? Dreht den ganzen Spieß doch mal um. Führt für Content-ID ebenfalls ein Strike-System ein. Wenn jemand etwas zu Unrecht flaggt, bekommt derjenige einen Strike und kann erstmal für eine Woche nichts mehr claimen. Beim dritten Mal verliert er das Recht darauf. Wie wäre sowas? Diese Hemmschwelle, den Knopf zu drücken, sollte vielleicht mal ein bisschen angehoben werden. Wenn man den roten Button einfach so drücken kann, ohne was zu befürchten, ist es ja selbstredend, dass sowas häufiger vorkommt. Wenn man konsequent Sanktionen verhängt, steigt vielleicht die Bereitschaft. Sanktionen, da kommt irgendwie immer Donald Trump in den Sinn. Klingt plausibel, oder? Und dabei beziehe ich mich noch nicht mal nur auf diesen Fall. Wenn mir mal wieder jemand meine Kohle wegnimmt, weil ich Material von ihm mit Recht verwendet habe, um meine Aussagen zu belegen oder zu versinnbildlichen, möchte ich, dass gegen diese Person vorgegangen wird und nicht, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, für meine Arbeit Geld zu kassieren oder noch schlimmer, meine ihm vielleicht unliebsame Meinung verschwinden zu lassen. Das ist mehr als ein, zwei Mal passiert, alleine bei mir. Und dabei wird nicht nur auf die Urheberrechtsgeschichte zurückgegriffen. Also, ja, als Meinungsblogger, wie sie sich auch selber nennen, hast du es, glaube ich, schon schwieriger auf YouTube. Retalk. Schaut euch das mal an. Das sind so ein paar Strikes und Claims, die ich so im Laufe der Zeit kassiert habe. Und noch nicht mal... Was stand da? Bei weitem nicht alle. Wie viele sind im Endeffekt davon übrig? Richtig. Null. Weil nichts davon gerechtfertigt war. Ich bin halt, was das angeht, verbissen und gebe erst Ruhe, wenn wieder alles im Lot ist. Aber so handelt nicht jeder. Ich lasse mir mit Sicherheit nicht ans Bein pinkeln, nur weil ich vielleicht jemanden vor den Kopf gestoßen habe, solange meine Kritik berechtigt war. Des Weiteren habe ich seit einer geraumen Zeit ein Management, das so ein Zeug halt für mich klärt. Aber was, wenn man weder die Courage noch ein Management oder diverse andere Mittel wie Reichweite hat, um dagegen vorzugehen? Richtig, du hast gelitten. Und Menschen, die unverbindliche Videos machen, werden dafür auch noch belohnt. Ich möchte trotzdem hier nochmal ein positives Beispiel hervorheben. Mert. Epidemic Sound hat mir mal einen Claim reingedrückt, der zu Unrecht war. Damals war ich noch ein bisschen kleiner und trotzdem haben die mich unaufgefordert mit ihrem offiziellen Account kontaktiert und wollten mit mir sprechen, was dahinter steckt. Die waren so freundlich und transparent, dass ich geschrieben habe, jo, weißt du was, ich gehe nicht weiter dagegen vor. Mir war das Geld, ehrlich gesagt, völlig egal. Und abgesehen davon war die Aktion einfach ehrenhaft hoch 10. Gut, sorry für den doch etwas längeren Rant. War eigentlich so nicht geplant. In diesem Sinne, wir hören uns diese Woche noch und tschüss. Ach ja, ich bin übrigens live auf Twitch. Ich habe ja gesagt, ich kündige das nicht mal am Anfang an. Ach so, und joint auf meinem Discord. Ist auch in der Beschreibung. Also das System, ne? Da habe ich tatsächlich noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Auch nicht auf meinem Highlights-Kanal, ne? Falls das wieder kommt. Ey, Digga, du lädst ja eh keine Videos hoch. Aber da muss auf YouTube auf jeden Fall was machen gegen, Digga. Kann doch nicht sein, dass die Leute einfach ein Werk ein bisschen verändern und dann sogar das Original, ja, claimen können. Also quasi, ne, für die Leute, die nicht wissen, was claimen bedeutet, dann kriegst du die Einnahmen von den YouTube-Video zum größten Teil, wenn nicht sogar so, ja, wenn nicht sogar komplett. Und das, obwohl das nicht mal dein eigenes Werk ist, sondern du einfach nur das Originalwerk ein bisschen verändert hochgeladen hast und das dann einfach claimst. Das kann es halt absolut nicht sein.